Alexander Schmidt mit Türk Gücü nach 3 Siegen in Folge zu Gast in Köln. Kölns Trainer Dotschev sagte vor dem Spiel, wir brauchen ein gutes Erlebnis, um uns zu befreien. Köln nämlich 4-mal in Folge sieglos. Los ging's mit einem Freistoß für die Gäste und einer ersten Chance durch Sliskovic in der 9. Minute. Der Kopfball vom 11-Tore-Topstürmer der Münchner, aber letztlich kein Problem für Militz im Tor der Viktoria. Dann mischte auch die Viktoria mit ihrer fußballerischen Klasse. Koronkiewicz, da ist Holzweiler, schöne Flanke. Stellwagen kommt gut zum Kopfball und Seaton mit der Doppelchance. Erst der Kopfball und dann setzt er den Ball neben den Kasten. Wenn der Kopfball nicht geblockt worden wäre, dann wäre es ziemlich gefährlich geworden in dieser 24. Minute. Dann die Gäste aus München. Sliskovic, Achtung, sieht harmlos aus. Rossmann mit dem Fehler. Oh, das ist eine Einladung, die nimmt der Kroate gerne an. Aber normalerweise setzt er so einen Ball rein. Aber vergeben in der 44. Minute. Große Gelegenheit also für Türk Gücü kurz vor der Pause. Pausenstand in Köln 0:0. Türk Gücü zumindest mit dieser besten Chance, aber besonders defensiv, sehr diszipliniert. Dann, direkt zu Beginn der zweiten Hälfte, lief der Ball mal gut bei den Kölnern. Wunderlich. Stellwagen und Seaton. Und Vollert ist da und hat die Kugel. Seaton, einziger Stürmer im 4-2-3-1 der Viktoria. Und nur ein paar Sekunden später wieder die Kölner. Wunderlich treibt an. Sorge klärt für Türk Gücü. Und schauen Sie, Sarraer startet in der eigenen Hälfte. Er startet, er marschiert, er spaziert ins Glück, ins Türk Gücü-Glück zum 1:0 für die Gäste in der 48. Minute. 55 Sekunden nach der Köln-Chance. Dieses Mega-Solo. Die Kölner verpassten es hier, das taktische Foul zu ziehen. Sie ließen Zarrera marschieren. Der Topscorer der Liga. Neben seinen 11 Vorlagen nun auch noch sein 6. Tor. Ein tolles Ding. Danach die Kölner über weite Strecken mit 2 Spitzen. Bunyaku und Thiele kamen. Das Problem der Viktoria, sie erarbeiteten sich keine nennenswerten Chancen. Das schon ein Schuss von Wunderlich aus der 86. Minute. Und jetzt rein in die 90. Nochmal die Gäste, die das vor allem nochmal defensiv stark machten. Dann Berzel auf Sliskovic und vorne waren sie halt mega effizient. Das war das 2:0. Sie nutzen dann doch ihre Chancen für Sliskovic. Saisontor Nummer 12. Er besiegelte den Endstand. Türk Gücü gewann hochverdient mit 2:0 bei der Viktoria. Ja, und marschiert weiter. Klar, jubeln die. Viktoria Köln indes kann sich nicht befreien. Nur ein Sieg für die Kölner in den letzten 10 Spielen. Wir können uns nicht auf eine Sache nur konzentrieren. So wie letzte Woche in Lautern haben wir hinten sehr gut verteidigt, haben aber nach vorne keine Dinger heute auch. Und so wird es sehr, sehr schwierig für uns. Ich denke, Potenzial ist auf jeden Fall da, um oben mitzuspielen. Im Vergleich zur Anfangsphase der Saison haben wir auch gute Spiele gemacht, wo wir dann 2:0 gespielt haben. Wie gesagt, wir haben unser Spiel verändert. Wir wissen, dass wir vorne gute Qualitäten haben, mit mir, mit Slisko, wo wir aus wenigen Chancen halt Tore machen. Und das bestätigen wir auch. Tja, und die hier, die jubeln in Köln. Türk Gücü rückt der Spitzengruppe auf die Pelle nach dem 4. Sieg in Folge. Alle Spiele der 3. Liga live, nur bei Magenta Sport.